Boah, ey Leute, was geht? Euer Player Sebi ist wieder da. Ich darf wieder ganz herzlich begrüßen. Jawohl, es geht eine weitere Folge von Mafia 2 Joe's Adventure. Oh ja, lang, lang, lang ist her. Ich bin mal gespannt, ob ich es jetzt noch kann. Ich habe es jetzt endlich rausgefunden. Oh, wie geil. Ihr hört es wahrscheinlich schon an der Quality, das Mikrofon und mit diesem netten Aufnahmeprogramm, womit ich endlich mal aufnehmen kann. Ich hätte normalerweise eine FPS von 412, aber 60 habe ich ja eingestellt. Also 60 kann ich nicht machen. 60 sind schon sehr gut. Schaut euch das Ganze, wie gesagt, in Full HD an. An alle, die neu zugeschaltet haben, nicht wundern, warum dieses Auto brennt oder da ein Auto ist. Wieso das da eigentlich auch immer ist. Warte mal, das müssen wir mal kurz ändern. Das Auto sah doch letzte Folge eigentlich nicht so geil aus, oder? Kann das sein? Das haben wir auch ein bisschen gefickt. Ich wollte mir nämlich eigentlich das Tor hier aufhalten. Radio müssen wir, wie gesagt, immer weiterhin auslassen. So, gucken wir mal, was passiert. Das hatten wir ja schon. An alle, die es gerne lesen möchten, können es gerne lesen. Ich habe das schon mal, glaube ich, in der letzten Folge noch vorgelesen. Gut. Probieren wir es mal. So. Ach ja, genau. Es geht ja wieder mit Zeit. Wir fahren jetzt mal hier rum. Wie gesagt, Musik müssen wir leider auslassen wegen den Gamer-Rechten. Ich hätte es gern angelassen. Okay, jetzt weiß ich, warum wir das Auto nicht mehr genommen haben, weil das einfach derbe am Arsch ist. Das hört sich an, als hätten wir Platten. Ich hoffe, dass der Sound so gut ist. Ich glaube, ich bin ein bisschen falsch gefahren. Man hätte einen anderen Weg nehmen können. Nee, nee, war doch richtig. Ich schnapp dir den Van. Okay. Wer hupt denn da alles? Ach ja. Ich wollte mir eigentlich auch ein Dings kaufen. Sage ich schon. Steig ein, Joe. Dings. Alter. Alarmanlage oder wie? Ich wollte mir ja eigentlich auch einen Trainer besorgen wegen den Bullen. Genau deswegen. Scheiße, das habe ich noch. Habe ich noch vergessen. Upsala. Das wollte ich eigentlich machen. Danach schaue ich in der nächsten Folge, weil die nerven mich einfach hardcore, Leute. Die nerven mich einfach so hardcore. Und ich bin mal gespannt, was hier jetzt noch alles passiert mit dem lieben Joe, weil wir ja schon sozusagen Sommer haben. Ja, und im Winter wurde ja Joe geschnappt. Joe, sage ich schon. Wurde ja Vito. Meine Fresse, muss ich erst nachlenken. So lange ist es schon her, dass ich da keine Dings mehr habe. Ja, jetzt kommen noch natürlich die häppischen Bullen. Fuck. Von rechts und von vorne. Größte Bestrafung. Jetzt halten die natürlich an. Ist ja premiumhaft. Ich muss mir so einen Trainer besorgen. Ich weiß, dass es den gibt. Mein Bruder, der Flo, der hat das schon ausprobiert. Es gibt auf jeden Fall sowas. Also das ist einfach so ätzend und nervig. Diesen Bullen. Kann man nicht in Ruhe rasen und Ballerei, weißt du? Ich muss das auf jeden Fall machen, weil das nervt mich einfach. Ich hoffe, das ist verständlich. Ich meine, so ist die Action nicht groß, aber ihr habt schon gesehen, was ich davon leiden musste, wegen diesen Scheißbullen. Wegen Missionen fehlgeschlagen oder hast du nicht gesehen. Alles wegen diesen dummen Bullen. Und es steigt einfach viel zu schnell. Hey, willst du mich über den Haufen fahren? Ja, hast du doch gesehen, ne? Hat leider nicht geklappt. So, hier ist es ja schon. Ups. Hä, was denn? Ich hab doch. Fahr den Wagen in die Garage. Achso. Ja. Es. Sehr gut. Haben wir das auch geschafft. Das kann man nicht selber machen. Wow, dafür haben wir 4 Minuten gebraucht. Krass. Gucken wir mal auf die Karte. Was haben wir denn noch so? Stern, 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 Stern. Haben wir alles gemacht. Hier ist noch T. Okay, fahren wir mal zum W. Wie gesagt, na, in der nächsten Folge muss ich das machen, weil das ist einfach nervig. So, fahren wir wieder auf jeden Fall mit unserer geilen Schrottkarre. In unserer Werkstatt hätten wir ja auch wieder geile Wagen, die lustig sind und Spaß machen, aber nee, nee. Wir bleiben mal bei der Karre. Da ist uns noch weiter geholfen. Mit der Karre sind wir wenigstens nicht bekannt, ja, genau deswegen. Aber die sehen uns trotzdem während des Fahrens, weil wir unsere geile Lederjacke haben. Oh. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Reifen verloren. Es hört sich aber so an, als wäre da noch irgendwo einer platt. Ich glaube, der ist noch platt.
Ich muss öfters mal auf die Karte gucken. Achso, wir können uns ja wieder die Schuhe putzen lassen, ne? Also ehrlich gesagt, Leute, finde ich das damals geil. In Western, also Westernstadt, fand ich damals, glaube ich, so geil. Der Wilde Westen, der war so geil, glaube ich. Das kann ich mir so richtig geil vorstellen. Weil einfach, boah, wie soll ich sagen, mit Pferdereiten und ja. Übrigens, Leute, an alle, die es nicht gelesen haben, aber ich habe ja ein Thumbnail drin von einer Person, ich weiß den Namen gerade nicht, oh, das tut mir leid, und zwar mit dem Thumbnail, und sie liebt Mafia 2 und 1, und deswegen hat sie auch mein Let's Play anscheinend geschaut, hätte ich niemals gedacht. Ich versuche es jetzt mal auf Englisch. Thank you very much for the thumbnail, miss. And, yeah, have fun in my videos on the Mafia Let's Play 2. Let's play. And, yeah, great. And thank you for the thumbnail. Also, mein Englisch ist beautiful. Alter, wo fahren wir denn hier hin? Hier war ich ja noch nie. Wenn du hier im Singleplayer-Modus bestimmt lang fährst, gibt es hier irgendwo noch ein Porno-Magazin und was weiß ich nicht alles. So. Wer das gern möchte, kann es gern lesen. Ich mache das einfach nur ein bisschen zur Beschnelligung, damit ich das nicht alles lesen muss. Bla 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 bla. Wir müssen ja sowieso machen. Da steht ja da, was wir machen müssen. Immer. Neue Karre wäre geil. Wenn wir jetzt eine neue Karre bekommen würden. Oder wir werden geteleportet. Hör zu, Joey. Alles läuft glatt, solange wir schön ruhig bleiben. Wer sagt denn was von ruhig? Großartig. Dann eben auf die harte Tour. Ja, natürlich. Ich bin so gut. Ah, die Waffe ist geil. Ich bin hier, Hurensohn. Diesmal keine Zeit und so. Hammer geil. Okay, wir nehmen mal kurz die hier. Weil die ja Premium war. Vielleicht können wir noch ein bisschen Munition von dem mitnehmen. Lol. Ist der Penner da oben? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da oben ist er doch. Ich sehe ihn nicht. Headshot. Kurz mal Deckung gehen. Scheiße. Okay, wir hätten es doch auf die ruhige Art machen sollen. Also entweder war das ein Headshot oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn wir keine Zeit haben, haben wir doch die Ruhe. Komm raus. Ich wusste, dass der jetzt da rauskommt. Okay. Aus der Entfernung treffen wir leider nicht. Okay, Headshot. Da oben. Okay. Alright, so gut. Gehen wir ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter vor. So. Ich weiß gar nicht mehr, auf was für eine Schwierigkeit ich das hatte. Die nie. Was sind denn die? Da versteckt sich auf jeden Fall jemand. Da versteckt sich auch noch jemand. Wo ist denn der Alte? Okay. Haben wir. Laden wir nach. Ach, da ist noch einer. Stimmt, der da. Der will auch auf die Fresse haben. Bam. Weg damit. So, sehr gut.
wie gesagt, auf die ruhige Art ist ja langweilig. Granaten wären toll. Boah, ich liebe diese Waffe, ne? Das Spiel ist einfach schon nice, irgendwie. Also, ich finde das irgendwie schon nice. Den Kopf schon gesehen. Meine Fresse, ey. Was ist der Haushalt? Frag mich immer noch. Warte mal. Thompson. Die Waffe ist geil, die lädt schnell nach. Sehr gut. Mal hier so ein bisschen vorbeilaufen, ob wir alles haben. Gucken mal. Thompson ist gut, 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 gut. Alles klar. Haben wir. Na komm. Da vorbeischleichen, das hätte viel zu lange gedauert. Komm mal, ein bisschen Action. Scheiße, okay. Hierher, Schwanzlutscher! So, wen machen wir als erstes? Nicht übel, Junge! Den da. So, wo. Hey Joe, los jetzt! Wo ist denn der Alte eigentlich? Verdammt. Da. Sieh zu und lerne. Ich weiß nicht wo. Da ist irgendwo einer. So, den haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Da oben ist einer. Der ist auch down. Fixer, komm raus. Den hab ich auch. Sind wir hier beim Hafen? Nee. Kann ich, gell? Dahinter versteckt sich ja, glaube ich, einer, würde ich jetzt sagen. Komm schon, Mistkerl! Scheiße. LOL. Fuck, da hat er mich geholt. Ja, ich hab gedacht, der trifft mich alles nicht so gut. Lol. Okay, Moment. Andere Waffen rausholen. Präsentiver. Ah, da muss man mit der echt gut treffen können. Komm, komm, zeig dich, komm. Ja, du bist weg. Okay. Ja, da, schon wieder. Ah, die ist wenigstens One-Hit. Zeig dich nochmal da oben. Was Joe da alles eigentlich machen muss. Schon krass, hätte ich nicht gedacht. Dann gib mir mal die da. Komm. Lass dich nicht feiern. Gegner, 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 Gegner. Tu nix. Ach, den da oben habe ich wahrscheinlich nicht gekillt gekriegt, oder? Ja, sehr schön. Gut, jetzt gehen wir nochmal weiter. Er hat mich erwischt. Alter. Hey, die Schnauze. Ich habe einen erwischt. Los, Joe, zeig es ihnen. Hey, Trottel! Hier bin ich! Gehen wir mal ein bisschen näher. Haben wir wenigstens wieder die ein bisschen. Ein Stück gern die hier haben. Und nachladen. Ach, scheiße. Komm. Ja. Ah, der lebt noch. Jetzt nicht mehr.
Joe sprintet hier nicht, das nervt mich so. Nice. Wo ist der letzte? Wo muss da der letzte? Wo ist denn der? Wo ist der? Steckt er sich da? Oder ist er über uns? Ist er über uns, ne? Was soll das jetzt? Okay. Hat er sich wohl verpisst. Nee, da müssen wir auch ja gar nicht hin. Wir müssen ja dann zum Zug. Was müssen wir jetzt hier machen? Mehr hast du nicht drauf? Ja. Sich da verpissen, Junge. Bestimmt muss ich den ausschalten. Wie? Oder ich bin gerade so dämlich. Ne, klettern tut er nicht. Ist doch hier irgendwas am Zug. Hä? Oh. Tut er nicht draufklettern. Mag er nicht, nein. Ich habe keine Granaten, nix. Ach, warum versteckt er sich denn jetzt? Scheiß Penner. Hätte ich auch drauf kommen können. Ich wollte aber nicht draufballern. Egal. So. Oh, Gott. Was müssen wir denn hier machen? Das war wohl der letzte. Okay, ich starte die Lok. Du machst das Haupttor auf und entfernst die Klötze unter den Rädern. Keine Ahnung, was genau Joe machen muss hier. Da ist ein bisschen Strom. Jetzt bitte nicht losfahren. Also ich hätte Schiss. Wenn ich ehrlich bin. Hey Joe, siehst du das riesige Tor da vorne? Mach es endlich auf! Ja. Jetzt muss ich oben hin. Boah, was ist denn das hier für ein Rumgejage, ey? Also viele meinten ja, dass es nicht so geil wäre. Das ist jetzt natürlich da drüben, ne? Aber wenigstens können wir für Magnum-Munition. Das ist doch schon mal schön. So. Joe tut auf jeden Fall nicht sprinten. Er tut hier nicht sprinten. Das ist ja mal voll gayhaft. Ich bin froh, wenn ich dieses Let's Play abschließen kann. Was ist hier? Was ist hier? Granaten. Granaten. Ja, gut. Das wollte ich jetzt nicht wissen. So, drücke. Achso. Für. Die Deckung geht wohl ein bisschen kaputt. Scheiße. Scheiße, ich sehe nichts in dem Raum. Kommen die hier hoch? Ach, Junge. Alter, ich möchte die Mission eigentlich nochmal gern neu starten. Fuck, ey. Scheiße! Treffen könnte ich ihn auf jeden Fall nicht. Verdammt! Also, halbwegs nicht.
jetzt muss ich nachladen. Komm raus. Dieses Let's Play. Klar, dass du so treffen kannst, gell? Wo ist der Penner? Dahinter. Das war beschlecht. Sehr schön. So, wir gehen mal auf die andere Seite jetzt. Oder so. Puh, hätte ich nicht gedacht jetzt. Gut gemacht, Joey. Pass auf, wenn wir den Scheiß los sind, machen wir einen drauf. Ich will dich jemandem vorstellen. Tja, Rita sitzt jetzt im Bau und mir sitzt Tag und Nacht die Angst im Nacken. Ja, davon habe ich schon gehört. Aber hey, Tony wirkt für dich und du warst gut heute. Darum sage ich dir was. Mach weiter gute Arbeit und bleib sauber. Dann rede ich mit den Jungs. Mal sehen, ob ein Freibrief für dich rausspringt. Freibrief? Wie meinst du das? Ein Freibrief. Damit du dir wegen der Clementi-Jungs keine Sorgen mehr machen musst. Das meinst du. Also, dann trinken wir drauf. Tja, was willst du da machen, ne? So. Gut, Leute. Dann recht herzlich fürs Danke fürs Zuschauen, würde ich sagen, erstmal. Und wir sehen uns in alter Frische wieder genau hier. Und würde ich sagen, der Joe verabschiedet sich, sogar Headbangen. Und ich schaue, wie gesagt, danach mal einen Trainer für was keine Cops. So blöd? Was ist eigentlich? Ja. Ups, da war ich ein bisschen zu vorlich. Komm, die Bullen sollen mal antanzen. Kleider Penner, ey. Ich hau dir schon auf deine Fresse. Komm. Willst du noch mehr haben? Boah, du blöder Penner, was willst du eigentlich von mir? Verfolge Peter, ich kassiere ihn. Bam, 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 Junge. Der Kerl ist ausgerastet. Schaltet ihn aus. Ja, komm, ich bezahle. Bevor es wieder zu einer Ballerei bekommt. Ich hab ja Geld. Hab ich jetzt echt keinen Bock drauf. Wenn's nicht reicht, schicke ich einen Check. Okay, und jetzt Abflug, bevor ich mir anders überlege. Oh. Ach du Scheiße, der ist tot. Ja. Verzeihung. Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Wichser. Hör auf, mit einer Waffe auf mich zu zielen. Wer ist hier rot, hä? Wer ist hier rot? Verarschen. Ich habe gesagt, keine Waffen. Dann bin ich auch ganz lieb. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, es wird wieder spannend.